Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Surviving Mars. Ja, ich weiß nicht, es hat da keiner eine Zuständigkeit. Doch, da gibt es Zuständigkeiten. Okay. Dann schafft doch euren Arsch dahin. Ich glaube, das kriegen die nicht geschissen. Aber ich glaube so schon. Ich glaube wirklich, so kriegen die das tatsächlich doch noch beschissen. So. Muss euch Armbrot machen. Oh, die gibt's Stampfkartoffeln mit Schnitzeln, Maria. Mach ich gleich. Ja, ich hab's mir gedacht. Dieses letzte Stück machen sie nicht. Naja, egal. So, jetzt ist alles verbunden und alles am Laufen. Und jetzt würde ich. Das ist auch ganz schön viel Kabellage, ne? Ja gut, safety first, ne? Damit so wirklich alles durchgeht. Wenn die das hier voll gemacht haben, bringen die es dann da hinten hin, wo ich es hin haben will, oder nicht? Das ist hier die Frage. Tun sie es oder tun sie es nicht? Okay, dann machen wir es halt andersrum. Geht ja nicht anders. Autospeicher. Ach ja. Nimm mal die ganzen Gesteinabfälle. Bringen die hier auf die Mülldeponie und fertig. Ist. Oh, der ist noch nicht voll. Aber da ist auch schon einiges produziert worden. Wie sieht's denn aus? Ah, hier, der hat ja. So, dann können wir nämlich diese hier. So, jetzt kommen die alle und nehmen das da alles weg, vernichten dort alles, was es da gab. Nehmen alles raus. Und wir können hier wieder wunderbar neue. Hinstellen.
So. Noch 2 freie Wohnplätze, okay. Wieso läuft das alles denn nicht mehr? Open your eyes. So. Natürlich wäre es jetzt blöd, ne? Wenn jetzt da einer reinknallt, dann ist der Strom für alle alles weg. Ne? So, deswegen werde ich jetzt hier noch ein paar Tanks bauen. Weil der verteilt ja von hier nach da. Mhm, ist mir gerade so eingefallen. Hihi. Oh, na toll. Hä? Ich glaube, das muss diese Taste hier sein, ne? Ah. Sehr schön. So, jetzt können die da nämlich noch welche bauen. Hier oben ist ein Riesenmassenspeicher, ne? Der kann 3000 nämlich speichern. Die können noch ein bisschen was speichern. So. Wollte ich. Kann ich. Hier. Hä? Hm. Ach, die schließen sich selbst ans Netz an, oder was? Oder wie? Upsali. Ja, sieht so aus. Scheint ganz so. Also da oben haben wir einen schönen Speicher. Da haben wir hier auch nochmal. Wie viel können die eigentlich einspeichern? 300. Also 3, 6, 9, 12, 15. Haben wir hier nochmal 1500. Dann würde ich hier auch nochmal solche Dinger hinballern. So. Hier ballern wir die nämlich auch nochmal hin, weil wir jetzt auch noch ein Netzwerk machen, ein Stromnetz. So, guck mal, dann ist das hier schon mal verbunden und dann ist über Umwege das auch wieder verbunden. Ohahaha. Dann haben wir das hier nämlich auch verbunden und dann ist über Umwege das hier auch nochmal verbunden. So, und da das dann hier hingeht, dann geht das nämlich auch noch hier weiter. Zu diesen ganzen Sachen. So sind die über 10 Wege miteinander nach oben verbunden. Also, Katastrophen können kommen. Wir sind jetzt... Oh, meine Fresse. Wir sind jetzt vorbereitet. So. Und so. Wir haben noch 13 Milliarden, also... Noch fließt das Pader. Pader, Pader. So. Und den hier will ich eigentlich auch gerne mit den anderen verbinden, aber... Keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Auf jeden Fall muss hier so ein Edelmetall-Extraktor drauf. Hä?
Ach so, ist nicht alles dasselbe oder was? Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Das kann nämlich also weg. Soweit ich habe ihn verstanden. Hast du mich gerade? Ja. Brauch auch Leute. Ja, super toll. Machen wir mal hier so eine kleine Flachwichser-Kurbel hin. Stromanschluss, ja, das braucht das Teil. Ja, den Strom, den braucht es auch, sonst ist alles voll gesaut. Nee. Und wie viel Stromspeicher haben wir jetzt? Oh, über 6000. Das ist auch schon mal eine gute Summe. So, da ist nichts mehr. Also, weg. Jo, wie wir wissen, das ist stromtechnisch angesagt. Oh yeah. Sehr gut. So. Die pumpen hier schon mal alles rein, was man braucht. Und dann könnte man ja hier so einen Weg machen, oder nicht? Wo war das denn jetzt? Das verstehe ich nicht. Das ergibt doch ja keinen Sinn. Naja, was habt ihr? Ihr habt Strom, Sauerstoff, Wasser, Nahrung. Alles klar. So. Nein. Was kann man hier? Hier kann man so ein bisschen hübsch machen, ne? Okay, das geht nicht, weil ich kein Spitzer. Machen wir da ein Teilchen oder einen Brunnen?
machen wir da einen Brunnen rein. So, mach die Nacht heller. Sehr schön. Was? Achso, das sind alles diese Dinger nur. Witzig. Research complete. Ich baller die jetzt einfach mal hier drumherum. Jetzt ist alles so verbunden. Wir machen jetzt die Nacht zum Tag. Sector scanned. Anomaly found. Select a sector to scan. Ja, 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 ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber es ist echt kompliziert, wenn man länger nicht mehr drin war, ey. Abgeladen, puff, direkt daneben explodiert. Ihr könnt jetzt wieder fliegen. Ja, 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 ja. Die beleuchten jetzt die ganze Gegend. Hallo? Könnt ihr auch mal ein bisschen weiter bauen?
Nee, ich verstehe es nicht. Dann mache ich das halt hier mehr. Meine Fresse, ey. Ist doch alles wieder hin und her geplüffel. Beton, 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 Beton. Und dann da bitte abladen. Und jetzt macht er sich natürlich auf den Weg. Oh, ein Horst, ey. So, Mr. Erkunder. Gibt's hier noch was zu erkunden? Ich sehe eher weniger. Ah, da ist eine Anomalie. Also bitte einmal fahren Sie. Frieden, können Sie jetzt... Oh, da muss ich auch noch zu Ende forschen. Scheiße. So. Mann. Der ärgert einen aber auch maßlos. Nichtsdestotrotz muss ich tatsächlich jetzt die Folge schon beenden, denn es ist einfach so, dass ich jetzt die Kartoffeln schälen muss und die Schnitzel weichklopfen muss und dann anfangen muss, Armbrot zu machen. Also Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst es euch schmecken, wenn ihr gerade am Essen seid. Euer Sweet One Web. Haut was in die Kommis. Ciao.